Ein neuer Tag, ein neuer Teil Final Fantasy X. Seid gespannt! Ja, und gleich als erstes könnt ihr ja glatt mal schreiben, was ihr davon haltet, wie das Intro sozusagen hier so eingebastelt ist. Findet ihr das gut? Findet ihr das scheiße? Findet ihr das langweilig? Oder was man daran verbessern könnte? Das würde mich gerade mal ein bisschen interessieren, um einfach das für euch ein bisschen noch angenehmer zu machen. Ja, wir sind hier noch am Funguspass gewesen, beziehungsweise an den Fungusklippen. Und gehen jetzt hier weiter zur Mihen-Offensive. Curses! Haha, Trottel. Really hates them, huh? Chapu. He left the sword Waka gave him in Bisade. And he fought with an Albed Machina weapon instead. That's got nothing to do with it. I just hate these sacrilegious contraptions. Ningle, ningle, ningle. So, können wir hier irgendwas entdecken? Gibt's hier nicht auch irgendwo ein Albed-Buch? Oder unten am Strand? Ah, können wir mal ankotten. Vielleicht gibt's irgendwelche Geschenke. Ich werde Sin eigenhändig den Gnadenstoß. Naja. Jensetwe. Belassen wir es bei Jensetwe. Hätten wir das eine Buch nicht vergessen, hätten wir es vielleicht verstanden. Hä? Nee, hier drüben sein. Okay. Achso, hier geht's lang. Ja, nie ganz so optimal die Karte. Aber egal. Weiter geht's. Und Tidus läuft alone. Gerade ein Grafikbug bei Yuna, man hat sie ab und an durch die Mauer, durch den Weg durchgesehen. Aber ist nie so schlimm. It won't work anyway. Don't say that. It might be a hopeless campaign, and it might mean defying Yevon, but the Crusaders and the Albed, they're doing their best to defeat Sin. They want to rid Spira of Sin forever, and that's just what we want too, isn't it? Isn't it? All right, all right. But I still think Mac and I are bad news. They're forbidden for a reason. Lady Summoner, there you are. The command center is that way. Maester Keenock is also there. Maester Keenock too? Yes. Please, hurry, my lady. Niemand, aber auch absolut niemand, sagt Lady Yuna. Sagen alle nur my lady. Diese Übersetzung. Sagt er irgendwas anderes? Nee, sagt er irgendwas? Ah, okay, super. Wenn die schon erkannt haben, dass er den ganzen Tag nur denselben
Müll labert. Okay. Hey, ist da gerade einer? Sag was. Mir aber nichts. Da drüben ist eine Schatztruhe. Da. Da, wo Tidus hinguckt. Da müssen wir nachher noch hin. Was sagt der uns? Oh, nö, alles uninteressant. Hey, Oaka! Monopoly is a great. Oops, sorry, I forgot. Was hat er denn Tolles? Ausrüstung. Sturmklinge? Durchschlag und Erstschlag, okay. Naja, gut, okay. Setup-Wert, Reihe. Ja, bäh. Ein Hardrocker. Steinschlag. Wey! Und der Rächer hat Konter. Tidus? Hm. Ah. Naja, wenn wir dann später, ich nehme es jetzt mal wieder vorweg, bauen können, können wir unsere Waffen editieren. Und dann wird das alles ein bisschen angenehmer. Wir können nämlich selber ein bisschen bauen. Die Operation will begin shortly. Please check all your equipment. You all right? Of course not. I came here to fight Sin, but they stick me here. If you want to prove yourself. Huh? First, you must complete the tasks you are given. Tja, hat er wohl recht. Oh. I had heard from Seymour, but I didn't know if we'd actually meet. Good to see you, Auron. 10 years, is it? That's Wen Kenok, one of the four maesters of Yevon. He leads the warrior monks, and also commands the crusaders. All troops ready to move at your command, sir. Good. Dismissed. Sir! Tell me, Auron, where have you been the last 10 years? We don't have time for this now, do we? This plan won't work, you know that. We'll just let them dream a little longer. What? Lord Kenok? Oh, yes. Proceed. That Kenok a maester? I heard that, Auron. A lot has happened the last 10 years. What were you doing and where? Fulfilling a promise I made to a friend. I still am. Just tell me one thing. Have you seen Zanarkand? I kinda think we don't belong here. It is time at last. We must tell the Elbed waiting outside to begin the operation at once. The fiends may break through. This place is not safe. Make sure you're prepared to defend yourselves. Tell me when you're ready. Wir sagen natürlich Bescheid, wenn wir ready sind, aber vorher holen wir uns noch diese Kiste hier. Und da hinten links, zum Glück gesehen, ist auch ein Tobsuchtband, okay. Kann man hier nicht durch? Nee, man kann hier gerade nicht durch. Are you ready? Noch nicht. Please hurry. Wir schauen mal noch, ob wir hier noch irgendwas finden hier vorne am Rand. Ganz genau, ja. With them here, it's like Yevon up. So,
Mal kurz vor und speichern, damit wir Spaß nochmal absehen, damit wir uns das nicht nochmal antun müssen. Schon mal keine neue Speicherdatei. So. Gut sagen, rush mal einfach mal drauf los und gehen hier zu Klausi. Are you ready? Ja, bereit, geht los. Mr. Kinnock, please. Will Sin come? Sin always returns for its spawn. To make sure, we're going to encourage them to call out to it. You won't have to. It'll come. I remembered Orin telling me. Sin is my old man. Sin is Jekt. Ein kleines Spielzeug. Wie war denn das? Ich glaube, erst die Arme zerrotzen. Nein, don't die. Seine Arme melden. Tauschen erst mal, dass jeder auch mal dran war hier. Yay, 53 Schaden. Verdammt, oh Scheiße, war das stark. That I can hit, eh? So, Arm weg. Ich glaube, der nimmt jetzt die anderen. Ne, doch nicht die anderen Arme dazu. Sekret, gut, das ist jetzt gut, erstmal egal. Ja, Wacker vergiftet, das tut ihm nicht weh. Kopf macht da tatsächlich einen Schaden. Fabi hat es egal. Ey, dahin. Auron tauscht mit Kimari und Kimari. Nichts passiert. Wacker wird auch mal ausgewechselt gegen Lunache. Sind die alle auf Ekstase? Ja. Können wir mal die Ekstase durchknüppeln. Alvarez. Da geht auf beide. Oder? Ah, es geht auch auf beide. Okay. Mach ich alles. Nochmal und dann ist es tot. Oder auch nicht, oder? Oder? Gravitas? Gut, okay, das ist egal. Gravitas zieht ungefähr bloß 25% Schleifkraft an. Oh, Arme haben sich regeneriert. Giftsekret dürfte Gift im Mund sein. Aber tot. Na, ist nie so schlimm. Schon.
dran. Was machen wir denn jetzt? Ach, wir machen einfach mit Kimari und hauen jetzt hier mal sinnlos auf dem Arm. Feuer. Da. Auf dem Kopf da drauf. Ah, hat mir geholfen. Ey, das hat ja meine Jünger umgebracht. Die blöde Ratte. So. Der obere Teil ist im Arsch. Aber nochmal. Totgravitas, aber ich glaube, das ändert jetzt nichts mehr. So, Kimari, Angriff auf die rechte Seite. Ifrit beschwören. Ifrit nochmal. Hase, Muster. Damn. Hat er sie nicht schön abgefangen? Selbst in Ifrit. Inferno. Jeden Abend ins Bett. Bumm. Arme sind wieder weg. Haben wir wieder Ruhe. Und Ifrit wird, wenn er Pech hat, gleich wieder tot sein. Haben sich regeneriert. Wer hat er denn noch? 6000? Können wir gleich direkt nochmal draufhauen. Weil es so schön war? Gib da gerne mal. Magus-Trio dazu. Boah, das wäre lustig. Vor allem, weil sie OP wären. Und umgerotzt. Ist nie so schlimm. Wir haben ja noch unsere Freiheitskämpfer wie Auron, Tidus und Lulu. Black Mage. 4000 Life Points. Luna. Wir nehmen mal einen Auron. Genau. Kraftbrecher. Und vielleicht mal eher machen wir. Kann man hier noch nehmen? Ach, wir belassen es dabei. Den Tief funktioniert das nicht. Geht nie. Nee, ist irgendwie. Jetzt sieht die Sache doch wieder anders aus. Ich hätte ja auch einfach. Stämmer. Ja. Wie viel Schaden macht denn der? 116. Nein. Muss mal Tidus rein. Denn. Eismagie hasst auf Aura. Hätte man viel eher machen können.
Aber okay. Mal Hass auf Kimari. Oh, jetzt noch was Besonderes. Anfeuern, Angriff und Abwehrkraft steigern. Eigentlich das Einzige, was wir da brauchen. Um einfach ein bisschen. Zum Glück haben sie eh da. Nein, nicht ganz. Hat noch 112 HP, glaube ich. Aber das war jetzt der Untergang. Nein, Arme regeneriert. Nein. Aber hat nur noch 112. So, Arm 1 ist wieder weg. Pilos kann eh direkt... So, das macht fast gar keinen Schaden. Macht kaputt? Ja, sehr schön. Die letzten 90 HP muss ich noch wegdreschen. Oh. Mensch, Tidus. Ah, Mensch. Manchmal hat er ja so diesen finalen Schlag da drauf. Na, no, das ist ja manchmal echt der Wahnsinn bei dem Jungen. Ich stolz bin. Now we see Sin. Stand back, Lady Yuna. Yes. Ja. Er sieht erst schon wieder. Was machen wir denn? Es war ganz so eine schöne Reihenfolge. Kann man hier auch auf alle machen? Hat er 6000 wieder? Und
oben tauchen. Weiß ja nicht, wie schlimm wir haben hier. Einen guten Black Mage dabei. Der den Kopf, glaube ich, One-Hit wegkotzt. Ich könnte jetzt den Meister... Nein, ich kann gar nicht rufen, die sind alle noch tot. Komische Sache. Dann tun wir hier mal heilen. Und zwar uns selber. Kraft. Ja, bringt er jetzt gerade nichts? Überhaupt jetzt ausweichen will. Kann nur den nehmen. Vier. Fünf. So. Litra. Zack, 1000 Dreier weg. Reizmagie. Vita aus Aura. Wieder nie. Wieder drauf da. In Avenger. Die jetzt zum Fuß machen. Naja. Damit er das mal sieht, was das Tolles ist. Ja, Seymour steht so gemütlich da. Alle drauf machen, alles drauf. Man kann damit immer ein Spell der jeweiligen Richtung. Achso, nimmt verbindet den Schutz, ja. Okay. Das heißt, Auron hat jetzt Bodyguard. Simo macht den gleich kaputt. Yuna heilt Auron. Und Auron beschützt Yuna. So sollte keiner von denen jetzt sterben. Außer das Gravitas, das kann er natürlich nicht abnehmen, aber es tut ja unten im Endeffekt niemand weh. Was für eine Action für nichts. Ich meine, Seymour hat Anima und der hat den einfach nicht berufen. Der Vollnabel, ey. Oh, selbst Seymour hat AP bekommen. Geil. Das sieht schön aus. Einmal mal auf A, damit ist der Pferd tot. Oh, 6 Level 1 Sphäropässe. Damit können wir ein bisschen was anfangen. Mit dem Geld können wir was anfangen. Im Schlafschutz, naja, schauen wir mal. Kann sein, dass wir das dann später mal ein bisschen sinnvoller verwenden können. Wenn man sich so hin und her bewegt, als ob er schwebt.
So, gehen wir doch mal auf die Suche. Nach irgendwelchen Schätzen. Boah. Ich weiß tatsächlich nicht, ob jetzt hier was rumliegt. Außer Menschen, meine ich jetzt. Müssen wir jetzt mal festhalten. Der Körper ist noch warm. Ich muss da dran kuscheln, weil es warm ist. Da ist mir nicht so kalt. Oh, Tidus ist eine Memme. Nicht mal irgendwie eine Lootkiste von irgendwelchen Toten hier. Als ob er nur schlafen würde. Ein bisschen schwarzen Humor muss man, glaube ich, hier auch haben. Sonst tut das hier alles nicht. What's going on? Why? What? What's going on? Don't you run away from me! Everyone, stand back! I'll summon! You won't hurt it! Your powers are still too weak. But I must do something! You can't! I have no idea what I was thinking when I ran after Sin that day. Before I knew what I was doing, there I was, chasing him down like a thief at market. Maybe I was angry. Maybe I wanted to go home. I kept thinking of Xanarkand and my old man. What? They say you don't practice anymore. That you're gonna retire. Let them talk. I'm still the best. They say you're no good because you drink all the time. I can quit drinking whenever I want. Then do it now. What did you say? You just said you can't. Tomorrow, maybe. Why not today? Why do today what you can leave for tomorrow? There he goes again, crying. I thought I sensed my old man there. Somewhere. Or maybe it was just Sin's toxin playing tricks on my mind. Message missing? Geil.
treten, übersetzen. How many died today? People die and Yuna dances. When will she stop dancing? When will it stop? Yuna won't stop dancing. Not until Sin is gone. Those were my thoughts then, I think. I see you're still here. Huh? Many stories ended here today. But yours goes on, I see. What? Sin had come and gone, but I remained here. Ja, bleibt da. Und bleibt noch eine Weile. Irgendein Trottel muss ich ja steuern. Aber wie ich ihn weiter steuere, werden wir einfach im nächsten Teil sehen. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Lasst ein paar Kommis da, ein paar Abos, ein paar Like. Wo auch immer ihr gerade dazu bereit seid. Und dann, ja, sehen wir uns doch hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Also bis dahin, tschüssi!